So, ich habe heute Aaron von der Schwurbelecke zu Gast. Die Schwurbelecke, das ist ein Twitch-Kanal. Seid ihr noch woanders als auf Twitch verfügbar? Soweit ich weiß, haben wir auch einen X-Account. Mit denen habe ich aber relativ wenig zu tun, da ich auch privat eigentlich gar nicht auf Twitter bezüglich X unterwegs bin. Ist auch die bessere Entscheidung, wenn ich kein Videoproduzent wäre, dann wäre ich da auch nicht aktiv. Da, ja, manchmal kriegt man neue Nachrichten. Also heute habe ich beispielsweise erfahren, dass ja der Krieg im Nahen Osten noch weiter eskaliert ist. Also ja, kriegt man die gleichen Nachrichten wie in der Tagesschau, nur halt dann mit persönlicher Kommentierung von irgendwem. Also kommt halt darauf an, welchen Leuten du folgst. Na, ich folge auch über Instagram ein paar Leuten, die aus verschiedensten Richtungen sind, um halt dann breit gefächertes Bild davon zu bekommen. Ja, definitiv. Das aber wenn ist ich auch schon mit, aber wenn ich über irgendwas mit tiefergehend Eskalation. Nochmal, was hast du gerade gefragt? Da hatte ich das auch schon mitbekommen mit der Eskalation im Nahen Osten. Ach so. Ja, aber wenn ich tiefergehend beschäftigen willst, dann musst du halt sowieso irgendwelche Artikel oder so raussuchen. Da reicht's ja nicht, wenn du auf Twitter bist. Aber die neuesten Nachrichten, die kriegst du da genauso mit, wie wenn du Tagesschau guckst. Das ist ja relativ irrelevant, wo du nachguckst. Na, die Nachricht, auf die ich warte, ist das Urteil gegen Deutschland beim IGH. Ja, das wird sicherlich auch spannend. Ja, aber das Nahostthema, das wollen wir, glaube ich, ja gar nicht so groß aufmachen. Das können wir, glaube ich, nochmal wann anders drüber reden. Bin ich auch kein Experte drin. Nee, ich auch nicht. Deswegen, da müsst, also ist ja, ich wollte es nur gerade sagen, das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung da unten. Und ja, die Länder sollten sich da eigentlich an einen Tisch setzen und schnellstmöglichen Verhandlungsfrieden erreichen. Aber wie gesagt, das wollen wir ja heute nicht zu weit ausbreiten. Ihr beschäftigt euch in der Schwurbelecke, zumindest habe ich das so mitbekommen, meistens mit dem Thema Kapitalismus. Ja, nicht so tief, wie du es auf deinem Kanal machst. Aber wir versuchen da auch in die Tiefe zu gehen. Ja, ihr macht das ja tatsächlich eher aus einer ja grundsätzlich kapitalismuskritischen Sicht. Ich mache das hier aus einer keynesianischen Sicht. Ich sage ja gar nicht, Kapitalismus ist ein Scheißsystem und muss sofort weg. Ja. Und so klang das bei gesagt, euch schon meistens. Ja, wie gesagt, ich kann, glaube ich, für uns alle drei sprechen, wenn ich sage, dass wir alle drei schon Antikapitalisten sind. Wer ist neben dir noch dabei? Luigi. Kennt man vielleicht auch als Mod von Proletopia. Und Anti-Neoliberalismus, die auch bei Proletopia als Mod unterwegs ist. Ja. Und Luigi, der ist ja manchmal auch bei Real Talk ist das zu Gast, wie ich das mitbekommen habe. Ja. Naja, aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, gemeinsam einen Kanal zu machen? Was hat euch dazu motiviert? Das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Ich hatte eigentlich erst vorgehabt, mit Anti-Neoliberalismus einen Podcast zu machen. Also wurde von ihr angefragt. Und ja, das hatte sich dann ein paar Monate irgendwie nicht ausbekommen, dass wir da irgendwas auf die Beine gestellt haben. Irgendwann ist sie dann mit Luigi dann nochmal ins Gespräch gekommen. Dann hat sich das dann irgendwie entwickelt, dass wir gesagt haben, wow, wir können ja auch eigentlich auf Twitch streamen. So ist es eigentlich im Endeffekt entstanden. Ja, und linke Podcasts haben wir ja auch schon genug. Da sind Twitch-Streams, glaube ich, sowohl einfacher umzusetzen, als auch herrscht ein größerer Mangel dran. Vor allem linke Twitch-Streams, die sich mit Kapitalismus beschäftigen. Ich meine, meistens sind Twitch-Streams ja relativ boulevardesk aufgebaut. Die meisten Streamer sich mit dem beschäftigen, was gerade aktuell Thema ist. Also KuchenTV, ApoRed, was weiß ich, sonst irgendein Unsinn. Muss man sich auch mit beschäftigen, da man von da aus auch eine wunderbare Systemanalyse ziehen kann. Kann man sicherlich. Aber für mich ist dieses Thema nur insoweit relevant, insoweit, also was heißt dieses Thema? Also das war ja gerade so, waren ja gerade nur so zwei Namen, die
wo auf deren Videos immer wieder reagiert wird und wo es meistens eben nicht um eine systemische Analyse geht, sondern meistens einfach nur um, was ist gerade als aktuellste Nachricht passiert, was hat Shuyoka wieder Böses gesagt und also oder moralisch Verwerfliches getan oder Doppelmoral gezeigt oder sonst irgendeinen Unsinn und dann reagieren da alle drauf und regen sich auf. Und das finde ich halt nicht sonderlich zielführend, aber es ist nun mal so. Ja, wie gesagt, bei uns auf dem Kanal hat man es bis jetzt noch nicht gesehen. Genau, deswegen sage ich ja, ihr stecht da ein bisschen raus. Worauf ich dabei hinaus wollte, war, ist es halt notwendig, weil man, wie gesagt, von da aus trotzdem auf eine Systemanalyse kommen kann. Manche machen das ja auch. Da ist auch wunderbar Proletopia hervorzuheben, der von da aus eine Systemanalyse auch zieht. Hm. Ja, aber ist ja auf Twitch eher die Ausnahme, dass sich irgendwer tiefergehend damit beschäftigt. Man hatte vor kurzer Zeit noch Maurice Höfgen hier auf Twitch, aber der hat, weil er sonst mit genug anderen Projekten eingespannt ist, leider aufgehört auf Twitch zu streamen. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja, der war kurze Zeit auch auf Twitch tatsächlich. Na, ich hatte ihn ja meistens wenn über YouTube geschaut. Ja. Ja, der macht ja jetzt auch immer das Wirtschaftsbriefing bei Jung und Naiv. Da hat er ja quasi dann einen Stream in der Woche, nur halt auf einem wesentlich größeren Kanal. Mhm. Na, Kapitalismus. Wie seid ihr auf das Thema gekommen, dass ihr das hauptsächlich behandelt? sorry. Über Kapitalismus geführt und alles. Auch mit anderen. Und ja, dann lag es irgendwie nah, auch im Stream drüber zu reden. Ja, Teile deiner Erklärung sind gerade nicht durchgekommen aus irgendeinem Grund. Technik. Ja, einiges treiben gerade im Chat schon da. Streams und Technik. Linke Streams und Technik. Nee, es war das Internet. Also dafür können keine von uns beiden was. Das ist, ist manchmal so, dass das Internet abbricht und dann ist der Stream weg. Das ist einfach Internet in Deutschland. kann ich auch ein Lied von singen? Mein Internet ist meistens sehr, sehr bescheiden. Kannst du die Erklärung aber gerade nochmal wiederholen, warum ihr das Thema Kapitalismus so wichtig findet? Weil wir auch schon im Kontext unserer Gespräche damals auf dem Proletopia-Discord schon mit vielen anderen darüber diskutiert hatten. Und dadurch lag es halt nah, weil wir den Kapitalismus, weil es ja das hegemoniale Wirtschaftssystem ist und eigentlich in sämtliche Lebensbereiche mit reingeht. Deswegen das halt bei uns zum Thema zu machen. Und eure Kritik, ist die eher eine marxistische oder eine anarchistische? Im Fall von mir persönlich ist es eine anarchistische. Und von den anderen, na, ich kann da schlecht für die anderen sprechen, aber wie gesagt, in meinem Fall ist es eine anarchistische Kritik. Also du bist Anarchist? Ich bin Anarchist, ja. Da kann ich dir ja mal einige interessante Fragen stellen. Wenn der Kapitalismus abgeschafft ist, hast du eine ungefähre Vorstellung, wie das neue System aussehen sollte? Also was ich aktuell präferieren würde, wäre ein anarcho-kommunistisches System, also mit sozialistischer Wirtschaft und anarchistischem Gesellschaftssystem. Ja, sprich, wie man ja auch schon viel bei Erwin gelernt hat, demokratische Betriebe. Also erstmal als Übergang auch zu nehmen. Und von da aus natürlich so
herrschaftsneutral über Kompetenzhierarchien. Ja, was ist dann der ökonomische Distributionsmechanismus zwischen diesen Betrieben? Wer welche Produktionsfaktoren erhält? Warte kurz. Die Frage bitte nochmal kurz. Ich hatte die gerade nicht so gut mitbekommen. Wie werden Produktionsfaktoren an die Betriebe zugeteilt? Ich meine, auf einer volkswirtschaftlichen Ebene, du kannst ja sagen, ich gestalte Betriebe demokratisch, aber irgendwer muss ja bestimmen, woher die Vorprodukte der Betriebe kommen. Das ist eigentlich relativ simpel. Man sieht es ja jetzt schon an einigen demokratischen Betrieben, wie die sich zum Beispiel untereinander organisieren über Lieferketten. Zum Beispiel über den demokratischen Betrieb Premium Cola, dass der nur mit anderen demokratischen Betrieben zusammenarbeitet, um eine Lieferkette zu garantieren, die wirklich aus rein demokratischer Herstellung kommt. Also der Markt. Natürlich, Markt wirst du niemals loswerden. Mensch, also keine zentrale Markt. Planwirtschaft. Nein. Deswegen, das wollte ich wissen, weil das ja ein... Also bist du auch für quasi eine Art Marktsozialismus? Also ähnliches System, nur halt demokratischer als das, was man damals in Jugoslawien hatte. Ja, aktuell auf jeden Fall. Weil ich das halt als am realistischsten umzusetzen ansehe. Welche Rolle sollte der Staat in deinem System spielen? Der Staat an sich soll natürlich, wie in jeder anarchistischen Ausführung, über kurz oder lang abgeschafft werden. Trotzdem weiterhin eine demokratische Teilhabe. Aber es geht halt nicht so lange, wie immer noch mit Kapitalisten uns die Demokratie teilen oder auch sämtliche anderen Systeme. Na, in deinem System jetzt, du hast demokratische Betriebe, denen Ressourcen über einen Markt zugeteilt werden. Irgendwer muss ja die Eigentumsrechte garantieren, irgendwer muss ja garantieren, dass die demokratischen Betriebe in einem gewissen Rechtsrahmen arbeiten können, und das kann ja letztlich nur der Staat sein. Na, ich würde da auf eine Räterepublik gehen. Also einen demokratisch organisierten Staat, aber trotzdem ein Staat, der existiert. Also so klein wie möglich, aber schon so demokratisch wie möglich. Ja, also dass, wenn die Betriebe demokratisch sind, dann existiert ja de facto Privateigentum. Die Betriebe befinden sich dann in der Hand der Arbeiter, die darin arbeiten. Und erfolgreichere Betriebe, darin sind die Arbeiter dann ja reicher als in ärmeren, also als in weniger erfolgreichen Betrieben. Das wäre ja dann definitiv der Fall. Also ich würde da tatsächlich dann eine Wirtschaftsform wie in Katalonien der 30er vorziehen, wo dann auch über kurz oder lang auch das Geld komplett abgeschafft wurde. Ja, ob du das jetzt mit Geld machst oder ich weiß jetzt nicht, welche Wirtschaftsform Katalonien der 30er herrschte tatsächlich, aber erklär mal, wie sah das aus? Das war auch eine relativ anarchistische Gesellschaft, weil man dort praktisch in den 30ern kurzzeitig es etabliert hatte, bevor es halt im Spanischen Bürgerkrieg niedergeschlagen wurde. Aber es war halt schon sehr demokratisch und sehr auf Freiwilligkeit basierend. Und das hat in der Kriegswirtschaft funktioniert? Es hat eine Zeit lang funktioniert, aber man hat halt gegen zu viele Leute gleichzeitig kämpfen müssen. Weil ja die Franco-Milizen nicht nur von den Spaniern geführt wurden, sondern halt auch unterstützt wurden aus dem Ausland. Sprich USA, das NS-Regime, auch durch Großbritannien und auch durch die Sowjetunion. Ja, die Sowjetunion stand auch auf der Seite der republikanischen Regierung in Spanien. Ja, aber sie haben halt gleichzeitig auch gegen die katalonische gegen die katalonischen anarchistischen Enklaven haben sie gleichzeitig auch agitiert. Also über kurz oder lang haben sie damit auch
die Franco-Milizen mit unterstützt. Interessant, wie gesagt, ich bin im spanischen Bürgerkrieg nicht so tief drin. Ich weiß nur, was da ungefähr passiert ist und dass Franco am Ende gewonnen hat. Also deswegen interessant. Aber wie war diese Wirtschaft jetzt genau organisiert? Wie wurden da Ressourcen zwischen verschiedenen Unternehmen zugeteilt beispielsweise? Die Ressourcen, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, müsste ich mich auch wieder ein bisschen mehr drin einlesen. Produktionsfaktoren, sagen wir es mal allgemeiner, Produktionsfaktoren. Es wurde nach Bedürfnissen zugeteilt. Also was halt welcher Betrieb was gebraucht hat. Und wer hat das gemacht? Das war doch eine staatliche zentrale Stelle wahrscheinlich, oder? Es war dann durch demokratisch gewählte Vertreter. Weil ja, darum geht es mir gerade nicht, ob die demokratisch gewählt waren, aber es war eine zentrale staatliche Stelle, die das zugeteilt hat. Na, man kann es eine staatliche Stelle nennen, ja. Ja, deswegen, also du brauchst ja immer eine staatliche, also bei deiner Idee mit den demokratischen Betrieben, und darauf wollte ich ja jetzt hinaus, ich wollte ja jetzt nicht hier so ausführlich über Katalonien reden, aber bei deiner Idee, da bräuchtest du letztlich immer einen Staat, der A, in konjunkturellen Schwächephasen dafür sorgt, dass die Nachfrage nicht einbricht, denn wenn du demokratische Betriebe hast, und diese Betriebe weniger verkaufen, weil wegen irgendeines Schocks, also egal woher der jetzt kommt, Naturkatastrophe, Handelskrieg, was auch immer, wenn irgendein ökonomischer Schock kommt und die Betriebe dann weniger Produkte verkaufen können, dann fahren sie ihre Produktion zurück, dann dann kriegen die Arbeiter logischerweise weniger Geld, denn es gibt ja dann keine Gewinne mehr, sondern alle Gewinne, die es theoretisch gäbe, die werden dann als Lohn an die Arbeiter ausgezahlt. Und dann würde die Nachfrage sinken und das würde dann sich selbst beschleunigende Abwärtsspirale in Gang setzen. Das heißt, der Staat muss auf jeden Fall die Nachfrage stabilisieren und das wäre dann auch in deinem System so. Also du hättest dann de facto quasi ein System, was ähnlich funktioniert wie das kapitalistische, nur dass alle Kapitalisten wären de facto, weil die Betriebe nicht mehr einem Einzelnen gehören, sondern den Arbeitern, die darin arbeiten. Sag mal was. Wieso sag mal was? Gott, das Internet ist meine heute Verbindung oder dein, ich weiß gerade jetzt nicht. Ich höre dich die ganze Zeit. Ich glaube, das Internet ist schon wieder. Nein, ist es nicht. Ich höre dich. Ja. Ich hatte dich bis jetzt gerade eben nämlich nicht mehr gehört. Gut, dann, wie gesagt, du hättest in deinem System. Dann wiederhole ich mich halt nochmal, in deinem System, da hättest du quasi marktwirtschaftliches System, du hättest eine zentrale Stelle, die staatliche Stelle, die einen Rechtsrahmen garantiert, die garantiert, dass die Betriebe demokratisch organisiert sind, die all das garantiert und die Gewaltmonopol hat. Auch das hättest du in deinem System, oder? Nur um einiges demokratischer als jetzt. Und ja, halt ja, mehr durch Bürger legitimiert. Ja, das mag ja sein. Und glaubst du, dass sowas im Rahmen eines parlamentarisch-demokratischen Systems erreichbar ist, was du forderst? Man kann die Grundsteine dafür legen. Aber ich denke nicht, dass es im jetzigen parlamentarischen Rahmen wirklich erreichbar ist. Man kann es halt versuchen. Und dafür stehe ich halt auch ein, weil ich bin erstmal dafür, es auf demokratischem Weg immer zu versuchen, solange man die Mittel der Demokratie hat. Ja, das ist doch eine deutliche Antwort. Es gibt ja aktuell auch keine Partei, die das fordert, was du willst oder was Erwin will. Das ist ja so also ziemlich das Gleiche, wie sich das anhört. Unmittelbar will, wenn der Kapitalismus abgeschafft werden soll, eurer Meinung nach. Aber ja, das. Welche Partei käme denn deinen Vorstellungen am nächsten? Aktuell wäre es die BSW. Oh, das ist interessant. Also, weil auch die BSW ja eine eindeutig kapitalistische Partei ist und auch keine Abschaffung des Kapitalismus fordert, sondern nur ein bisschen mehr Umverteilung und wirtschaftspolitisch war es das ja eigentlich. Die BSW will ja eigentlich nur zurück in die Bundesrepublik der 60er, 70er Jahre und kein neues System oder so. Naja, für mich steht da eher im Fokus, dass der Arbeiter dadurch mehr Zeit hätte, durchzuatmen. Dass er
eine bessere Situation als jetzt hätte. Wenn wir erstmal wieder zu dem Stand zurückgehen. Und dann glaubst du, würden auch ganz neue Vorschläge plötzlich in der Diskussion als realistischer angesehen werden, wenn man sieht, auch 20-30% Reallohngewinn, Arbeitszeitverkürzung, all das ist relativ problemlos möglich mit einer anderen Wirtschaftspolitik. Mhm. Das ist ein interessanter Gedanke. Das kann durchaus sein. Also der Diskurs wäre sicherlich ein anderer, wenn man sieht, also wenn der gesamten Gesellschaft klar werden würde, dass diese Erzählung der Neoliberalen, wir dürfen auf keinen Fall mehr öffentlich investieren, wir dürfen die Löhne nicht steigern, wir dürfen auf keinen Fall die Arbeitszeit verkürzen, wir dürfen das Renteneintrittsalter nicht senken, wir dürfen die Renten nicht erhöhen. Wenn eine Regierung an die Macht käme, die all das machen würde und sich zeigen würde, das hätte sogar positive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Wirtschaft würde wahrscheinlich sogar relativ stark wachsen, wenn das passieren würde. Also das wäre dann eine ganz interessante Verschiebung des Diskurses, wenn der Öffentlichkeit plötzlich klar würde, okay, all das, was man uns die letzten 40 Jahre erzählt hat, das war nichts als Lügen. Dem also. Kann ich eigentlich nicht mehr als nur beipflichten. Ja, das ist genau das, was ich dahinter halt erhoffe. Ja, ich meine, natürlich, wie bei jeder anderen Partei, Vertrauen in Politiker setze ich sowieso nicht. Ich weiß, dass allein durch Lobbyismus jeder Politiker irgendwie immer unter Verdacht der Korruption stehen kann. Aber aktuell ist halt die BSW für mich die größte Alternative, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Das sind sehr interessante Ansichten, die tatsächlich sehr viel näher an meinen dran sind, als an denen der meisten Marxisten, wie mir gerade auffällt. Denn viele Marxisten, die machen ja als ultimatives Übel des Kapitalismus die kapitalistische Nationenkonkurrenz aus. Also die sagen, ja, Deutschland steht im Wettbewerb, also ich versuche das jetzt wahrheitsgemäß wiederzugeben. Ich hoffe, ich gebe da jetzt nichts falsch wieder. Deutschland stünde nun mal im Wettbewerb mit anderen kapitalistischen Nationen und müsse als Kapitalstandort attraktiv sein. Und deswegen könne es keine zu hohen Löhne zahlen. Deswegen dürfe es keine zu hohen Staatsschulden haben. Und deswegen sei eben der Neoliberalismus auch nicht eine gefährliche Ideologie, die sich wegen Partikularinteressen durchgesetzt habe, sondern eine logische Folge der Nationenkonkurrenz. Also das ist ja eine Position, die unter Marxisten durchaus weit verbreitet ist. Naja, da muss ich eine Kritik an Marxisten rausgeben. Also vor allem an Salon-Marxisten. Viele von denen haben sich mit Theorie dumm gelesen. Wie meinst du das konkret? Man geht viel zu sehr auf Theorien ein, Texte ein, die noch vor der Neoliberalisierung geschrieben wurden und widmet sich zu sehr dem Studium dessen, als das aktuelle System wirklich, wie wir es gerade haben, in seiner Gänze zu erfassen. Ja, wobei man sagen muss, dass eines der wenigen Länder, was in den letzten Jahrzehnten keine neoliberale Politik gemacht hat, nämlich China, sehr viel stärker gewachsen ist als alle anderen Schwellenländer, die es mit neoliberaler Politik versucht haben und auch sehr viel stabiler gewachsen ist. Also das ist ja der lebende Gegenbeweis dafür, dass eine neoliberale Wirtschaftspolitik einem in der kapitalistischen Nationenkonkurrenz nützen würde. Na, dafür hat China halt andere Probleme, zum Beispiel immer noch die staatskapitalistischen. Ja, also natürlich hat China Probleme, aber es geht jetzt nur um die Wachstumsraten. Einzig und allein um die Position in der Nationenkonkurrenz. Und ich halte diese Theorie eben auch für empirisch widerlegt. Die kapitalistischen Nationen hatten ihr höchstes Wachstum nicht, als der Kapitalismus eingeführt wurde, nicht zwischen den Weltkriegen, nicht jetzt im Neoliberalismus, sondern als wirklich durchgehende keynesianische Politik gemacht wurde. Da hatten die Volkswirtschaften sowohl die USA als auch in Westeuropa als auch in Japan mit Abstand das höchste Wachstum in ihrer Geschichte. Das heißt, eine keynesianische Politik, die tut einem Land auch innerhalb dieser kapitalistischen Nationenkonkurrenz meiner Meinung nach gut. Und ja, das spricht gegen diese marxistische Theorie, dass innerhalb des Kapitalismus Verbesserungen nicht erreichbar seien, weil die Nationen sich ja immer weiter niederkonkurrieren müssten. Mhm. Na, wie gesagt, sehe ich genauso. Interessant. Deswegen, ich wusste ja gar nicht so ausführlich, wie da deine Ansichten sind, denn Schwurbelecke, ihr beschäftigt euch nicht so häufig mit
marxistischen Kritiken an eurer Position, oder? Dafür hätten wir auch viel zu wenige Streams bis jetzt. Ja, deswegen. Ich hatte ja nur manchmal reingeschaut. Ihr wart ja nicht sonderlich häufig online. Ja, habe ich nur immer gehört, Kapitalismus. Wir haben halt auch das Problem, da wir zu dritt streamen, das auch immer gut zu organisieren, wann man Zeit hat. Also ihr streamt grundsätzlich nur zu dritt und wenn einer keine Zeit hat, dann geht's nicht. Es steht auch manchmal im Raum, dass man auch zum Beispiel zu zweit oder auch alleine streamt. Aber bis jetzt haben wir halt immer zu dritt gestreamt und versuchen es auch so gut wie möglich immer zu dritt auf Twitch zu schaffen. Reaktionsvideos, das weiß ich aus Erfahrung, auf bestimmte Themen sind alleine tatsächlich besser zu machen als zu zweit. Wenn man auf irgendwas Dummes reagiert, wo man, wenn da alleine sitzt, die ganze Zeit denkt, okay, das halte ich jetzt nicht eine Stunde lang aus, dann ist es gut, wenn man wen dabei hat. Ja, ich finde es auch um einiges angenehmer, mit anderen Leuten gemeinsam zu streamen, wenn man da dann auch immer etwas lockere Atmosphäre dann hat. Ja, definitiv. Ich sag ja, wenn man auf irgendwas reagiert, was so furchtbar ist, dass man das leider eigentlich nicht schauen will, Dara zum Beispiel, dann, dann ist es besser, wenn man sich wen dazu holt. Man hört den Namen und denkt sich sofort, oh Gott. man sieht es nicht, aber ich schüttel den Kopf. Ja, ja. Nur weil ich den Namen gehört habe. Ja, diese ganze Walkabubble. Also das hat man ja jetzt auch, ich weiß nicht, das hast du sehr wahrscheinlich mitbekommen, als Polotopia demonetarisiert wurde. Hat sich diese gesamte Walkabubble erstmal zusammengeschwurbelt. Ja, der hat sein Steuerinterview nicht ausgefüllt. Nicht das viel naheliegendere, dass er einfach ein oppositioneller Kanal ist und die Meinungsfreiheit in Deutschland immer weiter eingeschränkt wird und oppositionelle Kanäle nun mal gesperrt und oder demonetarisiert werden. Dass das passiert ist, nein. Es liegt daran, dass Polotopia irgendeinen Fehler gemacht haben soll. Und jetzt wissen wir, Polotopia, also das ist jetzt rausgekommen, einen Monat später, nachdem die Walkisten vor zehntausenden Followern diese ganzen Fehlinformationen verbreitet haben, Polotopia wurde aus politischen Gründen gesperrt. Na, ich fand's noch besser, ich fand's ja ziemlich genial, als Erwin, bevor er das überhaupt gezeigt hatte, warum er jetzt, sagen wir mal, demonetarisiert wurde, da hatte er dann einen Kommentar auf X gezeigt, wo dann einer aus dem Wokistenlager dann gesagt hat, ja, selbst wenn es jetzt nicht an DRC7 liegt, Erwin, du sollst endlich deine Steuern zahlen. Ja, so. Das ist ein postfaktisches Zeitalter, kann man sagen. Also der größte Verbreiter von Desinformationen in Deutschland ist wohl die deutsche Bundesregierung und danach kommen die ganzen Medienkonzerne, die wir hier haben. Also das, was Oppositionellen vorgeworfen wird, das machen die Mächtigen eben selber und die Propagandaopfer, die haben das mittlerweile so internalisiert, dass sie genau wissen, es ist völlig egal, was die Realität ist. Das, was der große Dekadent hier erzählt hat, das ist auf jeden Fall wahr. Und Dekadent bewegt sich unsere rote Sonne natürlich. Also der bewegt sich ja wie diese ganzen anderen Burkisten natürlich sehr auf dem Regierungsnarrativ bei fast allen relevanten Themen. Das kann man ja ziemlich eindeutig sagen. Naja, dadurch verdienst du halt genug Geld. Damit bist du schön sicher. Ja, definitiv. Das hat man nach dem Ukraine-Krieg sehr, sehr deutlich gesehen, wo alle sich ganz sicher waren, jetzt müssen wir auf jeden Fall die Ukraine unterstützen, da ganz viele Waffen hinschicken und diesen Krieg möglichst lange in die Länge ziehen, um bösen Putin aufzuhalten, der ja mittlerweile auch der neue Hitler ist. Also das ist ja der Vergleich, den so viele bringen. Aber War nicht Saddam unser neuer Hitler? Ja, oder Assad oder Gaddafi? Oder Nasser oder jeder Führer in den letzten 80 Jahren, der irgendwie eine antiwestliche Politik gemacht hat. Ja, mit so vielen Hitlers, da wundert es mich nicht, warum die US-Hegemonie so viele Kriege führen muss, um unsere Freiheit zu garantieren. Also da kann man sich nur fragen, warum diese ganzen neuen Hitlers immer nur so wenig Schaden angerichtet haben. Das ist genauso wie... Ja, ich bin Zombiejäger. Hast du jemals Zombies auf der Straße gesehen? Nein? Gern geschehen. Ja, ungefähr.
die Logik. Na, es ist jedes Mal die gleiche Geschichte, die erzählt wird und ja, wie unglaublich blöd man sich stellen muss oder wie blöd man sein muss, um dieses Muster nicht zu erkennen. Das frage ich mich wirklich manchmal. Naja, das Framing ist ja, weil so schnell immer interveniert wird, können die ja gar nicht so viel Schaden anrichten. Aber sie sind trotzdem teilweise noch gefährlicher als Hitler. Ja, vor allem beim Bürgerkrieg in... nehmen wir mal Milosevic, der wurde ja auch als der neue Hitler dargestellt. Da hat Fischer eine große Rede gehalten. Der hat den Bürgerkrieg im Kosovo mit Auschwitz verglichen. Hat... und die ganze westliche Propaganda hat Völkermord geschrien. Wie viele Opfer gab es im Bürgerkrieg im Kosovo? Ich beziehe mich hier auf die Zahlen von die Noam Chomsky in Manufacturing Consent nennt. 2000 Todesopfer. 2000. Und ja, jetzt vergleich das mal mit irgendeinem westlichen Krieg in den letzten Jahrzehnten. Naja, ich beziehe mich da jetzt mal auf die Kabarettshow von Pispas auf den Irakkrieg. Das ist ein Krieg, ne? Ja, aber es ist doch sehr interessant, wie die westlichen Medien das eine zum Völkermord hochschreiben, westliche Politiker von Auschwitz schwadronieren bei 2000 zivilen Todesopfern und jetzt in Israel bei über 20.000 zivilen Todesopfern. Das ist legitime Selbstverteidigung. Also finde ich nein, nein, du darfst eine Sache da nicht vergessen. Das sind alles Hamas-Terroristen. Nee, selbst die Kinder. Warte. Ich habe schon, wie gesagt, von diesen über 30.000 Todesopfern, die über 9.000 abgezogen, also wie gesagt, da bist du immer noch bei über 20.000, die selbst laut ihren israelischen Angaben Zivilisten sein müssen. Ja, ich weiß. Aber ich wollte jetzt gerade den typischen antideutschen Meme. Ja, das sind trotzdem alles immer noch Hamas-Terroristen, selbst die Kinder. Das weiß man doch. Es gibt keine unschuldigen Zivilisten. Ja, und manche deutschen Zeitungen, die titeln ja mittlerweile schon, die Zivilisten in Gaza sind nicht unschuldig. Also könnt ihr nur noch an den Kopf fassen, was da im Diskurs gerade los ist, aber ja, so ist das leider. Jedes Mal, wenn ich sowas lese, ich kann gar nicht so viel Essen nachstopfen, wie ich im Strahl kotzen möchte. Ja, und Außenpolitik ist da halt das beste Thema, jetzt sind wir schon wieder drauf gekommen, also wenn du darüber nicht reden willst, musst du nur sagen, aber ich komme jedes Mal auf das Thema Außenpolitik, weil da die Heucheleien, die Lügen der hiesigen Kräfte sich am besten aufzeigen lassen. Man kann einfach Zahlen vergleichen von Kriegen und dann das Framing, was bei dem einen verwendet wird und bei dem anderen, und dann kann man zeigen, okay, ihr werdet hier offensichtlich die ganze Zeit angelogen. Ist genau unser Thema auch in der Schwurbelecke immer wieder. Also. Ne, ich glaube deswegen, Chomsky und andere Medienkritiker, die beziehen sich da so viel auf Außenpolitik, weil man das daran so gut zeigen kann. Dass hier offensichtlich nicht neutral berichtet wird, sondern dass hier offensichtlich in allen Mainstream-Medien, das gilt für den Öffentlich-Rechtlichen genauso wie für die Privaten, ein bestimmtes Narrativ gepusht werden soll. Ja, das ist eine reine Schande, weil die Öffentlich-Rechtlichen, so wurde es uns ja versprochen, sollten ja eigentlich ein unabhängiges Medium sein. Unabhängiger Journalismus. Das war das große Versprechen bei der Gründung. Ja, und jetzt guck dir an, wer in den Rundfunkräten sitzt. Deswegen, da hatte ich auch letztens eine Diskussion außerhalb der Schwurbelecke. Da wurde ich dann auch damals gefragt, was ich denn vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk halte. Meine Antwort war natürlich klar, ja, per se ein Konzept, was ich erstmal gut finde, aber auch nur, wenn kein Politiker in den Aufsichtsräten sitzt, keine Interessenvertretung, wirklich nur unabhängige Journalisten. Wer bestimmt, wer unabhängig ist? Geht das überhaupt, dass so etwas nicht korrumpiert wird, so ein Gremium? Ist das überhaupt theoretisch möglich? In der Theorie ja, in der Praxis. Ja, wie? Wie? Naja, wir sehen es ja. Ja, wie ist das in der Theorie möglich, frage ich dich jetzt.
In der Theorie ist es per se erstmal möglich, wenn man sicherstellt, wie gesagt, wenn keine Parteifunktionäre reinkommen. Also generell keiner Partei, keine Wirtschaftsvertreter, jedenfalls nicht als Journalisten. Ja, aber das reicht ja nicht. Also du kannst ja trotzdem die Interessen einer Partei vertreten, ohne Parteifunktionär zu sein. Wenn ich jetzt Götz Kubitschek in irgendeinen Aufsichtsrat setze, dann wird der wohl wahrscheinlich eher AfD-nahe Punkte da durchsetzen, obwohl er kein AfD-Vertreter Deswegen ist. sage ich ja in der Theorie, in der Praxis eher nein. Nein, also auch in der Theorie nicht. Auch in der Theorie gibt es kein neutrales Gremium, was das auswählen könnte. Das ist so eine, ja, so eine liberale Fehlannahme. Wir können einfach Regeln setzen, dann versuchen wir die Gremien neutral zu besetzen und dann werden diese Gremien schon nach diesen Regeln arbeiten. Aber so funktioniert Politik nicht. Also es gäbe tatsächlich eine einzige Möglichkeit, die ich sehe in der Theorie, wie man solche Gremien so besetzen könnte, dass sie wirklich, ja, wirklich alle relevanten Stimmen aus der Bevölkerung abbilden, ohne staatsnah zu werden. Und das wäre ein Losverfahren. Also man lost zufällig 100 Leute oder 1000 Leute. Je mehr man macht, desto repräsentativer wird es und desto teurer wird es auch. Deswegen muss man sich eine gute Mitte überlegen. Aber man lost immer eine feste Anzahl an Leuten. Die werden jedes Jahr neu gelost, aus der Bevölkerung aus, völlig zufällig. Jeder hat die gleichen Chancen, reinzukommen oder nicht reinzukommen. Und dann werden die Leute da reingesetzt und entscheiden über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ja, das wäre theoretisch die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass man es staatsfern, aber gleichzeitig ja, demokratisch repräsentativ gestalten könnte. Meine, Ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen kann. die andere Möglichkeit, es demokratisch zu gestalten, wäre es direkt wählen zu lassen. Also dann wäre da aber die gleiche Verteilung wie im Bundestag und dann würde die Partei, die die Bundesregierung stellt, sehr wahrscheinlich auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren. Aber so dann hätten wir nur die Situation, die wir jetzt haben, nur dass halt offen darüber abgestimmt worden wäre und man nicht diese, ja, Lügenerzählung hätte von dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk ist neutral, sondern da wüsste jeder, das ist der Rundfunk der Partei, die gerade oder der Parteienkoalition, die gerade die Mehrheit im Bundestag hat. Das wäre dann ziemlich offensichtlich. Aber ja, das sind die Ich einzigen zwei Möglichkeiten, die ich sehe. weiß das jetzt anekdotische Evidenz, aber allein in meinem persönlichen Freundeskreis glaubt keiner mehr daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch nur ansatzweise neutral ist. Ich meine Frage, wo informieren sich die Leute dann, wenn ich im ÖRR? Teilweise immer noch über den ÖRR, aber auch durch alternative Medien, Das um halt ist ein so breit wie möglich aufgestelltes Bild zu haben. erfreulich, denn bei mir im Umkreis, da informiert sich fast keiner über alternative Medien. Und ich habe jetzt eine Zahl gehört, eben in der Talkshow, worauf ich reagiert hatte, hast du vielleicht auch mitbekommen, nur 2 Millionen Leute informieren sich auf alternativen Medien. Die Zahl kam mir doch etwas sehr niedrig vor. Müsste ich mich noch mal schlau lesen zu. Aber das fand ich dann doch etwas seltsam. Weiß nicht, ob du die Reaktion gerade gesehen hast. Ich hatte immer wieder reingeschaut. Ich meine, ich war halt durchgehend zwar auf Twitch mit drin, aber ich habe hier halt nebenbei noch ein paar Sachen gemacht. Dementsprechend habe ich halt auch nicht alles mitbekommen. Ja, deswegen, ich fand die Zahl eben gerade so niedrig, deswegen. Wie gesagt, was du gerade berichtest, deckt sich ja auch mit Umfragen, dass die meisten Leute das, was in der Tagesschau berichtet wird, eben nicht mehr glauben, sondern ziemlich genau der Meinung sind, da wird uns ein Narrativ verkauft, die lügen uns offensichtlich an bei, ja, den meisten Themen. Nur bei Wirtschaftspolitik, da ist das bei den meisten noch nicht so angekommen, da das Thema komplexer ist und man hier viel leichter Propaganda machen kann. Deswegen, das ist ja das Thema, womit ich mich eigentlich auf meinem Erstgemahner zumindest am meisten beschäftigt hatte. Weil, ja, die Narrative bei Außenpolitik relativ leicht zu widerlegen sind. Also kann man einfach, wie gesagt, zwei Kriege zeigen und sagen, hier, so wird der in den Medien dargestellt, so wird der in den Medien dargestellt, das ist tatsächlich passiert. Ich werde euch da vielleicht einen Doppelstandard auf, aber bei Wirtschaftspolitik, da muss man wirklich Zusammenhänge erläutern und sich auch, wenn Zusammenhänge nicht ganz eindeutig sind, und das ist ja meistens so, dann Studien angucken, sich Statistiken angucken, sich Zahlen angucken. Und das wird in den Medien überhaupt nicht vermittelt. Da fehlt also die meisten Leute, die wissen nicht mal, wo sie nachgucken müssen. Also viele Statistiken werden ja im Statistischen Bundesamt veröffentlicht, aber die Leute gucken da nicht nach. Also wenn es darum geht, wie entwickelt sich die Konjunktur gerade in Deutschland. Da Also veröffentlicht das. Ja? meiner persönlichen Meinung nach muss man immer beides behandeln, Außenpolitik und Wirtschaft. Weil nur so kriegt man wirklich eine
Analyse des gesamten Systems hin. Ja, Außenpolitik ist zu einem Gutteil Wirtschaftspolitik, aber das kann man dann, auch das ist schwierig zu erklären. Beispielsweise, wenn irgendwer darauf verweist, guck mal in die Schweiz, da läuft es wirtschaftlich so gut. Ja, warum läuft es da wirtschaftlich so gut, trotz den harten Schuldenbremsen, die die haben? Ja, weil die Schweiz regelmäßig Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von rund 10% des Bruttoinlandsprodukts macht. Das kann sie nur machen, weil sie ihren Wechselkurs nach unten manipuliert und die EU und die umgrenzenden Staaten, die darunter zu leiden haben, das ohne irgendeine Gegenreaktion tolerieren. So, ja, könnte man fast meinen, dass Schweizer Finanzkapital, das ist so mächtig, oder also die Schweiz als kleiner Nationalstaat wird nicht so mächtig sein, oder die EU, die hohen Politiker in der EU sind so inkompetent, dass sie kein Problem damit haben, was da passiert. Oder man kann ins Schwurbeln, wie ich das gerne mache, abdriften und sagen, okay, was könnte vielleicht hinterstecken, warum die EU oder auch einzelne Nationalstaaten in der EU, warum die Wirtschaft da so sehr runtergefahren wird? Ja, also in der Eurokrise, das kann man gut sagen, warum man sie da runtergefahren hat. Deutschland wollte seine hegemoniale Stellung aufrechterhalten und und das Finanzkapital wollte definitiv diese kleinen Länder ausplündern. Das passiert ja heute noch. Also dass Länder wie Italien oder Spanien, Griechenland alle viel höhere Zinsen zahlen als Deutschland, das ist ja relativ eindeutig, wer davon profitiert. Die Banken, die diese höheren Zinsen kassieren. Also die EU, die ist eine Institution, die geschlossen Politik fürs Finanzkapital macht. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ich meine, die EZB, wo kommen die ganzen EZB-Präsidenten her? Die saßen vorher beispielsweise in der Group of 30. Also dieser Gruppe, wo hochrangige Banker immer drin sitzen. Also das ist ja, diese ganzen Institutionen, diese ganzen Thinktanks, das ist ja alles ziemlich gut verwoben. Also man sieht, wo die Leute herkommen und entsprechend machen sie dann Politik für ihre eigentlichen Auftraggeber. Ja. Ich würde es als politischen Finanzinzest bezeichnen. Ja, schöner Begriff. Aber ja, auch das ist so alt wie der Kapitalismus. Das war vielleicht vor 50 Jahren noch nicht ganz so schlimm. Also auch da gab es natürlich solche Verflechtungen. Aber damals wurde ja schon eine deutlich andere Wirtschaftspolitik gemacht. Und das zeigt, dass sich die Dinge hier zum Besseren wie auch zum Schlechteren verändern können. Deswegen hoffe ich auf eine Veränderung zum Besseren mit BSW. Deswegen, also ich habe ja, obwohl, brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr. Was denkst du ganz grundsätzlich vom BSW? Natürlich erstmal das Programm kann ich so zum größten Teil natürlich unterschreiben, gerade die Friedenspolitik und auch Teile der Wirtschaftspolitik. Und natürlich solche Politiker wie Amira Mohamed Ali, Sevim Dagdelen und natürlich Sarah Wagenknecht sind mit damals auch Gründe gewesen, warum ich damals überhaupt in die Linke eingetreten bin. Und mich auch nicht hab von auch damals schon dem aufkommenden Neowokismus hab abwenden lassen. Dieser Wokismus, was ist Wokismus dein größtes Problem? Beim Neo-Wokismus, weil wie gesagt, dem Wokismus, wie er in den 60ern gefahren wurde, habe ich so gut wie gar kein Problem mit. Finde ich sogar. Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ich glaube, diese Begriffsunterscheidung, die macht einfach keinen Sinn. Also der Wokismus, damit ist eigentlich das, dieser Neo-Wokismus, wie du ihn jetzt bezeichnest, gemeint. Damit ist jetzt nicht nur Aufmerksamkeit gegenüber Rassismus gemeint, den wir, glaube ich, alle ablehnen. Sondern damit ist wirklich gemeint, diese Gender-Ideologie, dieses Kampf gegen Alltagsrassismus, also jede Ungleichheit von nach irgendwelchen ethnischen Kriterien ist immer automatisch gleich Rassismus. Also jede Ungleichbehandlung ist automatisch Rassismus. Jede Frage danach, wo du herkommst, ist Rassismus. Also so eine wirklich absurde Ideologie, ich glaube, die ist damit gemeint, wenn wir von Wokismus sprechen. Da braucht man, glaube ich, diese Begriffsunterscheidung. Hier einige noch machen, gar nicht. Na, ich treffe die Begriffsunterscheidung, weil ich mir, wie auch in anderen Bereichen, ich will mir Begriffe nicht wegnehmen lassen. Ich will sie nicht verwässern lassen. Ich will da auf die Definition weiterhin eingehen, weil
Wenn wir die Definition verlieren von den Begriffen, haben wir Orwellsche Verhältnisse wie bei 1984 und können auch gleich sagen, Krieg ist Frieden. Deswegen lasse ich mir halt die meisten Begriffe nicht wegnehmen. Ja, aber wie gesagt, Wokismus, das ist ja jetzt relativ klar, was eigentlich damit gemeint ist im allgemeinen Diskurs. Und das ist ein Begriff, der sowohl unter Linken als auch unter Rechten akzeptiert ist. Es gab ja vorher noch andere Versuche von rechts, das zu benennen. Kulturmarxismus oder SJW, das sind ja Begriffe, die sich nie durchgesetzt haben und entsprechend finde ich es gut, dass wir jetzt diesen neuen Begriff haben, auf den sich alle einigen konnten. Ja, und sprechen wir mal in dem Kontext von Wokismus. Na, wie gesagt, mein Problem ist, ich beschreibe das immer am liebsten mit einer mir fällt gerade das Wort nicht ein. Aber ich glaube, du weißt, was gemeint ist. Ich weiß nicht, was gemeint ist. Ich überlege gerade, was meinst du denn? Scheiß drauf, ich drück's einfach mal so aus. Mir ist egal, ob der Stiefel, den ich im Gesicht habe, einfach nur ein ganz normaler Stiefel ist oder ob er mit einem Regenbogen angemalt ist. Ist weiter ein Stiefel im Gesicht. Das meine ich damit. Ja, das, dem kann ich zustimmen. Das ist halt auch meine Kritik am heutigen Wokismus, dass es einfach nur darauf bezogen wird, wie zum Beispiel mit Frauenquoten in Vorständen. Mir ist egal, ob ich von einer Frau geknechtet werde oder von einem Mann. Ich bin immer noch geknechtet. Ja, definitiv. Zumal viele Prämissen, auf denen dieser Wokismus beruht, einfach unlogisch sind. Es gibt da beispielsweise die kritische Rassentheorie. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast, nach der jeder Weiße war Sozialisation automatisch rassistisch ist. Also, dass es gar keine Möglichkeit gibt, für einen Weißen nicht rassistisch zu sein. Alleine dieser Gedanke ist ja in sich schon rassistisch, meiner Meinung nach. Also, manche Leute führen es dann sogar noch weiter. Das ist jetzt zwar jetzt auch eine Anekdote und auch eine anekdotische Evidenz. Aber ich habe es teilweise schon mitbekommen, wenn dann Anhänger der Critical Race Theory dann davon gesprochen haben, ja, wir müssen ja den Schwarzen, müssen wir einen Safe Space geben, deswegen ist der hintere Teil im Bus für die reserviert, das sollten wir wieder einführen. Wo ich mir dann gedacht habe, ja. Gab's doch schon mal. Ja, da habe ich mir nur gedacht, so, ja toll. Ich finde also das Apartheid-Regime geil. Jeder hatte seinen Safe Space, also nach der Logik. Ja, es ist absurd und man merkt, wohin das führt. Wenn man eine rassistische Logik invertiert und dann einfach umgekehrt rassistisch ist, dann ist das immer noch Ideologie. Ja. Ja. Und wenn du Rassismus versuchst, positiv anzuwenden, dann ist es halt immer noch Rassismus und immer noch dumm. Ja, wobei das sehr interessant ist. Ich meine, hier ist ja die Gesellschaft wesentlich liberaler geworden und eigentlich sagen alle, es werden auch die meisten Rechten mittlerweile sagen, wenn du so fragst, sollte Hautfarbe irgendeine Rolle spielen, dann werden die sagen, nein, auf keinen Fall. Also wir sind hier ja schon auf dem Weg, dass das eigentlich kein relevantes Kriterium mehr ist. Und jetzt kommen diese Wokisten und drehen das einfach so um und sagen, doch, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und bei der Gender-Ideologie, da wird das noch absurder, da sagen die, jeder kann sein Geschlecht von heute auf morgen wechseln, das ist alles fluide, das hat auch nichts mit Geschlechtsänderung biologischer Art zu tun, sondern du kannst einfach per Sprachakt sagen, heute ich bin eine Frau und ich bin Mann oder ich bin ein sonst was Ens und dann hast du dein Geschlecht gewechselt. Und das ist ja jetzt in Deutschland dank des Selbstbestimmungsgesetzes bald die herrschende Gesetzeslage. Also hier wird das noch absurder. Hier politisiert man diesen Gegensatz Frau-Mann und sagt dann auch, jeder kann eine Frau sein, egal was die biologischen Tatsachen sagen. Ja, da wollte ich mich gerade auch drauf eingehen. Am liebsten sind mir ja die, die dann gleichzeitig auch davon sprechen, ja, Biologie ist ja auch nur gesellschaftlich konstruiert. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir auch nur so, ja. Tell me you're an idiot without telling me you're an idiot.
Das ist diese konstruktivistische Ideologie, alles ist gesellschaftlich konstruiert und das stimmt letztlich nicht. Es gibt ja eine Realität, an der also, muss sich jede Ideologie messen lassen am Ende. Also da können wir uns sehr stark bei Judith Butler bedanken. Ja, ja. Ja, sie wollte ja, das schreibt sie ja ziemlich offen, das ist ja das endgültige Ziel dieser Gender-Ideologie, Geschlecht als gesellschaftliche Kategorie abschaffen. Also deswegen werden jetzt biologisches und soziales Geschlecht, was man ursprünglich aufgemacht hatte, diese Zweiteilung, die wird jetzt auch wieder eingerissen. Und wenn du von zwei biologischen Geschlechtern redest, dann ist das jetzt auch schon transfeindlich nach dieser Logik. Und ich glaube, einer schreibt gerade im Chat, Sekten machen einfach Sektensachen. Ja, ich glaube, diese Ideologie ist mittlerweile so absurd geworden, dass das Ganze definitiv scheitern und zusammenbrechen wird. Da ist jetzt die Frage, was kommt danach? Was kommt danach? Ich hoffe nichts, was noch absurder ist. Weil noch absurder, dann brauche ich auf jeden Fall mehr Geld und mehr Schnaps. Ja, was heißt noch absurder? Es kann ja auch einen Rebound in die andere Richtung geben. Und ja, der kann dann eventuell zu heftig ausfallen. Das ist ja historisch auch schon immer wieder passiert. Deswegen hoffe ich auch, dass auch wenn es aktuell nicht nach aussieht, dass sich vernünftige Linke, die genau diesen Schwachsinn ablehnen, dass die sich wieder durchsetzen. Ja, wie gesagt, ja. Sieht halt aktuell nicht nach aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne, ich glaube, aber sie stirbt. Ich glaube, dass sich das politische System in den meisten westlichen Staaten, also jetzt in den USA und Großbritannien vielleicht nicht, weil die durch das Zweiparteiensystem noch ziemlich eingeschränkt sind, dass sich das politische System dort in Richtung eines starken rechten Blockes und eines starken linken Blockes verschieben wird. Das sehen wir in Frankreich schon mit am weitentwickelsten, das sehen wir in Russland, das sehen wir in zahlreichen Staaten. Und da ist jetzt die Frage, wie positioniert sich dieser linke Block? Und wenn der sich hinter diesem Wokismus versammelt, dann könnte das auch ein Grund sein, warum er ja verliert. Oder dieser linke Block, das sehen wir in allen Staaten, wo der sich langsam herausbildet, der ist geschlossen gegen NATO, gegen die westlich dominierte Weltordnung, der ist geschlossen für eine multipolare Weltordnung, der ist gegen den Neoliberalismus. Das sind die Linien, die wir sehen, aber zum Wokismus hat dieser linke Block häufig eine diffuse bis positive Haltung und das ist gefährlich, meiner Meinung nach. Na, da habe ich tatsächlich die gleiche Meinung wie Erwin. Es gibt aktuell keinen wirklichen linken Block, nur progressiv-neoliberale. Naja, in anderen Ländern, nicht in Deutschland. In Deutschland haben wir einen großen neoliberalen Altparteienblock. Also CDU, SPD, Grüne, die würde ich alle als einen politischen Block bezeichnen. Die stehen treu zum transatlantischen Bündnis, die stehen treu zum Neoliberalismus und die stimmen auch den meisten Prämissen des Wokismus zu, auch wenn es mit der CDU immer 10 Jahre später kommt, aber auch mit ihr kommt es. Und ja, also wie gesagt, bei allen wichtigen politischen Feldern bekommst du mit diesen Parteien die gleiche Politik. Und jetzt gibt's auf der linken Seite vielleicht noch die Linkspartei, die gerade am Untergehen ist. Das hat sie sich redlich verdient. Und das BSW und auf der rechten Seite dann die AfD. Und ich gehe davon aus, dass ich hoffe, dass der BSW-Block stärker wird. Und ich gehe realistisch betrachtet auch davon aus, dass die AfD noch wesentlich stärker werden wird. Ostdeutschland ist Westdeutschland hier politisch wieder mal deutlich voraus. Also die Ostdeutschen, keine Ahnung, was bei denen irgendwie besser gelaufen ist als bei uns. Vielleicht haben die negative Erfahrungen gemacht mit Politikern, die sie einfach dreist angelogen haben und das härtet dann ein bisschen ab gegenüber irgendwelchen manipulativen Medienberichterstattung und gegenüber weiteren Politikern mit absurden Versprechungen. Aber ja, ich weiß nicht, was da, wie gesagt, besser gelaufen ist, aber in Ostdeutschland, da sehen wir das schon, da haben wir in Thüringen jetzt Umfragewerte, Linke steht zwischen 15% und 20%, BSW steht zwischen 15% und 20%, CDU steht zwischen 15% und 20% und AfD steht irgendwo 30-35%. Also das ist da die Verteilung. Und die AfD, die setzt aktuell auf eine Koalition mit der CDU. Und ich gehe davon aus, dass die AfD stärker werden wird und dass die CDU langfristig entweder sich selbst marginalisieren wird oder aus diesem Mittelblock rausbrechen wird. Das ist da meine langfristige Erwartung. Und dann wird es interessant zu sehen, wie sich dieser neue Rechtsblock, der dann entstehen wird, positioniert.
Naja, von dem, was wie ich es einordne, wird es wahrscheinlich wieder auf ja, eine Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU unbedingt hinauslaufen. Und im Endeffekt wird sich nichts ändern. Es wird die Ja. gleiche neoliberale Politik gemacht werden. Weil ich meine, wie Ja, hat das auf jeden Pispas ja Fall. schon damals so schön ausgedrückt, damals gab es die AfD zwar noch nicht, aber die kapitalistische Einheitspartei. Ja, Kapitalismus sind ja sowieso alle Parteien dahinter. KPD wurde ja in den 50er Jahren verboten und damals hat sich niemals wieder was Antikapitalistisches in Deutschland so richtig entwickelt. Aber beispielsweise die Bemerkungen vor allem der ostdeutschen AfD-Verbände zum transatlantischen Bündnis, die sind doch sehr kritisch. Und wenn die da mit der CDU zusammenarbeiten, dann wird auch das, glaube ich, wieder ganz stark bröckeln. Es wird interessant zu sehen sein, ob sich die AfD hier ähnlich verhält wie die Rechten in Italien. Na, ich gehe von aus, ich lasse mich aber auch vom Gegenteil überzeugen. Ja, deswegen, in der Koalition mit der CDU halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die AfD dann gegen Zuwanderungsbegrenzung, also das kriegt sie vielleicht, keine Ahnung, noch durchgesetzt. Remigration wird es auf keinen Fall geben, jedenfalls nicht in demografisch relevantem Ausmaß. Dann alles andere, was die CDU sonst bisher schon gemacht hat, schluckt und sich die Politik nicht groß verändern wird, wie du das erwartest. Andernfalls, wenn die CDU weiter in diesen Mitteblock rückt und sich die AfD vielleicht noch weiter selbst radikalisiert, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir einen starken Rechtsblock in Deutschland bekommen, mit dem keiner zusammenarbeiten will. Das halte ich aber für unwahrscheinlicher. Also irgendwann werden ostdeutsche Landesverbände der CDU da, glaube ich, aus eigenen machtpolitischen Interessen diese Brandmauer einreißen. Ja, ich würde sogar so weit gehen, gib dem Ganzen noch 10, 15 Jahre und irgendwann arbeiten AfD, CDU und SPD zusammen. Definitiv. Also das wird dann danach kommen. Aber das BS, also jetzt ist die Frage, was heißt zusammenarbeiten? Das BSW hat ja schon einen internen Beschluss gefällt, dass es Anträgen der AfD, wenn man denen inhaltlich zustimmt, dass man denen zustimmen sollte. Was sagst du dazu? Naja, wenn die Sachen inhaltlich richtig sind, warum sollte man denn nicht zustimmen? Weil ich meine, nur weil es der entgegengesetzte politische Pol ist, mu muss man ja nicht so dumm sein und nur deswegen dagegen stimmen. Definitiv, definitiv. Also erstmal das, erstmal aus inhaltlichen Gründen wäre es ja geradezu idiotisch, etwas abzulehnen, nur weil der Gegner es fordert, was man selbst gut findet. Und zum anderen, auch aus strategischer Sicht, halte ich es für unklug, sich an einen der Altparteienblöcke anzubiedern. Dementsprechend sollte man möglichst versuchen, eine Äquidistanz zwischen den beiden herrschenden Blöcken herzustellen, also zwischen den beiden nicht herrschenden Art zwischen den anderen beiden Blöcken herzustellen, zwischen dem rechten Block und dem Altparteienblock. Und dementsprechend sollte man mit beiden Blöcken gleich verfahren. Man sollte eine Zusammenarbeit nicht grundsätzlich ausschließen, aber immer als Prämisse ranziehen, dass man möglichst viel vom eigenen Programm durchsetzt. Und Koalitionen, die sind eigentlich mit allen Parteien aktuell ausgeschlossen. Da wird man nicht genug durchsetzen können, aber einzelnen Abstimmungen oder tolerieren einer Minderheitsregierung oder, da wird man meiner Meinung nach sehr viel mehr durchsetzen können und man hat ja dann immer noch die Freiheit, gegen die Regierung zu stimmen. Also eine Koalition sehe ich aktuell mit keiner anderen Partei, aber beispielsweise Tolerierung einer Minderheitsregierung, das halte ich für ein durchaus realistisches Szenario. Wenn man eine Minderheitsregierung nicht tolerieren würde, würde man sich ja nur als, naja, als Antidemokrat outen. Weil ich meine, wenn eine Regierung gewählt ist, muss man sie akzeptieren. Das heißt nicht, dass man dahinter steht. Weil es war ja damals in dem Gespräch mit dir und Neitern ja dieses, nee, du bist also für die AfD. Nein, nein. Du würdest es nur akzeptieren, dass diese Minderheitsregierung existiert. Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn die CDU diese Brandmauer nicht einreißt, was ja auch eine Option ist, es kann ja auch sein, dass die CDU aus strategischer Sicht sagt, nee, wir fühlen uns in diesem Altparteienblock hier wohl und wir wollen die AfD dann nicht an die Futtertöpfe lassen, dann kann es natürlich passieren, dass die CDU sagt, nee, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen, wir bilden keine Koalition und dann
wird Höcke wahrscheinlich in Form einer Minderheitsregierung nächster thüringischer Ministerpräsident beispielsweise. Und dann wäre es ja idiotisch, da, wenn diese wenn diese Regierung dann die Rundfunkstaatsverträge aufkündigen will, da jetzt aus Prinzip zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Das wäre ja absolut unklug. Also beispielsweise. Na, ich gehe aber davon aus, dass es wahrscheinlich auf eine Zusammenarbeit mit der CDU hinauslaufen wird, auf eine Koalition. Ja, Höcke hat ja im TV-Duell schon ziemlich unverhohlen gesagt, ja, wir stehen immer offen, ja, wir würden gerne koalieren. Das hat er ja im TV-Duell gesagt, ich habe darauf reagiert. Ne, ich hatte es mir noch nicht angesehen, aber was ich bis jetzt mitbekommen habe, war, wie gesagt, bestätigt halt nur das, was ich jetzt eh schon seit Jahren sage. Im privaten Rahmen. Ja, definitiv. So, ich würde sagen, dass... Ich werde mir das Gespräch auf jeden Fall noch ansehen. Ja, das aber war eigentlich gar nicht so interessant. Der CDU-Kandidat hat halt gezeigt, dass er nur ein paar auswendig gelernte Sätze aufsagen kann und wirklich keinen Plan von gar nichts hat. Höcke hat tatsächlich einige stabile Sachen gesagt, die ich so nicht gedacht hatte. Beispielsweise hat er sich für eine gemeinsame europäische Außenpolitik ausgesprochen und für den gemeinsamen Binnenmarkt. Das ist ja doch ein deutliches Bekenntnis zur EU, in welcher Form auch immer. Also hat zwar andererseits eine radikale Rhetorik, aber das war schon ziemlich bemerkenswert. Und ja, der CDUler, der hat sich komplett blamiert. Also der hat keine Ahnung von gar nichts. Die Journalisten sind da spätestens in der zweiten Hälfte des Duells als Inquisitoren aufgetreten, haben irgendwelche alten Zitate rausgesucht, völlig absurd. Also sowohl Springer als auch der CDU-Kandidat haben sich hier sowas von blamiert. War ein klarer Sieg für die AfD, das TV-Duell, das kann man nicht anders sagen. Wie es halt eigentlich in jedem TV-Duell abläuft. Ich meine, man kann von Höcke halten, was man will, aber er ist extrem charismatisch. Ja, deswegen das muss man ihm auf jeden Fall zugestehen. Deswegen haben sie auch keinen BSWler eingeladen. Ich meine, sie hätten ja eine Runde machen können, sie laden Ramelow ein, einen BSWler, den CDUler und Höcke. Ich meine, BSW, CDU und Linke, die stehen ja in Thüringen an Umfragen ungefähr gleich da. Also da jetzt zu sagen, wir nehmen den CDUler, ist ja auch ein bisschen willkürlich, weil sie 1-2% mehr an Umfragen haben. Also da, jetzt kennen alle Mario Vogt. Also jetzt hat die CDU für die Landtagswahl noch einen Vorteil. Also könnte man fast meinen, Springer, ist es lieber, wenn die CDU da stärker abschneidet. War da nicht irgendwas im Grundsatzprogramm von Springer? Ja, zum transatlantischen Bündnis beispielsweise. Bin der Meinung, und war der größte Aktionär von Springer nicht ein amerikanischer Hedgefonds, der auch in Rüstungskonzerne investiert? Kann alles sein. Hat alles nichts mit nichts zu tun. Am besten nicht so sehr nachfragen, weil ansonsten könnte man ja noch auf was kommen. Ja, und guckt euch auf keinen Fall die ganzen Lobbyorganisationen an, in denen Matthias Döpfner sitzt. Also das bitte nicht machen, bitte nicht machen. Nicht böse Schwurbelei. Erst recht nicht das WEF und den Lenkungsausschuss der Bilderberger, wo der drin sitzt. Guckt da bitte nicht hin. Nicht hingucken, auch an den Chat. Nicht reingucken, das böse Schwurbelei, alles böse. Nicht den alles Namen Matthias Döpfner googeln, merkt euch das. Da wir jetzt so brave Staatsbürgern erzogen haben, war, würde ich sagen, ein interessanter Talk. Wir sind ein bisschen hin und her gesprungen, aber auch das ist ja mal gut. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Einladung.